willkommen bei einer weiteren Ausgabe für mein Let's Play Ultimate Team. Und wir stehen jetzt hier im Finale vom Champions Showcase Pokal. Haben uns da durchgekämpft mit zwei Unentschieden hier im Halbfinale und Viertelfinale. Ein 8:0 im Achtelfinale, das war natürlich ganz stark, habt ihr aber leider nicht gesehen. Und damit steht bis hierhin die 0 bis zum Finale und das sollte jetzt auch hier das Motto sein. Wir können uns jetzt auch schon direkt den Gegner suchen. Und ich habe jetzt zur anderen Internetverbindung gewechselt. Ihr wisst es vielleicht, dass ich immer noch das oder dass wir hier immer noch das WLAN auch vom Vormieter haben. Und momentan, wenn es so ist, wie es ist, dass bei der 100-Mbit-Leitung Lags auftreten, dann muss ich da zu dem Scheiß-Internet wechseln, wo eigentlich es gut läuft, wenn niemand anderes das Ganze nutzt. Jetzt haben wir auch schon einen Gegner. Müssen wir nur schauen, dass er auch reinkommt. Sind auch drinne. Das ist Optik 85. Spielen hier mit dem Barilla-Trikot gegen ein schön weißes Trikot im Sanderson Park. Das klingt nach Regen. Aber gut, er spielt in einem 4-3-3 und hat da mit Reus und Robben zwei sehr starke Flügelspieler. Und er hat fast jeden Scheißspieler mit einem Upgrade versehen. Man sieht es, dass da immer noch mal so links oben so ein Goldrand mit dabei ist. Ja, da hat er... Also, was ist das denn für ein Assi? Fast jeden Spieler, ich glaube, es waren 9 Spieler, die so eine Verbesserung hatten, bis auf die beiden Außenverteidiger. Ja, da bin ich mal gespannt, was das für Verbesserungen sind. Dann hat er das... Hat er sich ja richtig gut kosten lassen, dass er jetzt hier im Finale spielt. Ich hoffe, das wird ihm nichts bringen. Das wäre schön. Das würde mich sehr freuen. Dann hat er nämlich ordentlich Asche in den Sand gesetzt, wenn das so nicht funktioniert. So, bringen wir mal hier, glaube ich, auf groß ist das. Ja, ist auch schön frei. Keiner da. De Bruyne auf Juff. De Bruyne läuft weiter, aber da ist die Innenverteidigung zu. Oder einfach alles zugestellt an sich. Oh, Ben da mit einer super schlechten Ballannahme. Kann dann zwar immer gut nachsetzen, aber den Ball nicht erobern. Und dann spiele ich in den Gegner hinein, weil Boateng weggelaufen ist. Ach, läuft einfach nur außen durch. Schaut man sich das mal bitte an, ey. Gibt jetzt noch die Ecke. Lewandowski, kein schwacher Kopfballspieler. Also ich finde ihn sehr stark. Ich habe ihn mal auf meinem ersten Account gespielt. Ich fand, auch er war in der Luft sehr, sehr gut. Er hat Dante aber auch da vorne drinne. Der gewinnt auch das Kopfballduell, setzt das Ding aber nur drüber. So. Wieder auf groß, weil der irgendwie so mit am freisten ist. Kommen wir zurück zum Innenverteidiger köpfen. Flankenwechsel. Mal ein bisschen Raum. Brechen wir mal hier ab. Gehen wir in die Mitte. Schauen, wo wir sichere Anspielstationen haben. Boateng. Kurz auf Mandzukic. Gündogan arbeitet schön nach hinten mit, spielt den Ball raus. Sehr schön von De Bruyne. Sehr, sehr wichtiges Tackle. Ganz, ganz schwacher Pass danach von Kroos. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Fast da die Balleroberung. Die wäre gar nicht mal so uninteressant gewesen. So, bis hier ein enges Spiel. Oh, stark hier der Alaba, oder? Wie er immer so ins Leere laufen lässt. Sehr, sehr gut läuft der Ball jetzt hier. Jetzt haben wir so eine gewisse Überzahlsituation. Können wir in die Mitte ziehen. Ziehen wir wieder außen durch. Und Alaba auf dem linken Fuß hat er den Ball. Und Weidenfeller. Feller hatte ich jetzt gerade fast gesagt. Der Weidenfeller. A.k.a. Holzfeller. Oder Baum. Scheiße, Mann, ich glaube, ein Mist. Hält den Ball wirklich sehr, sehr stark. Schöne Bewegung von Alaba. Groß zwirbeln wir mal das Ding raus. Dann landet der Ball hier bei Juff. Oh, sollte ein Übersteiger zur Grundlinie werden. Rausgekommen ist dann so ein dummer Ballvorleger. Oh, was machen denn hier Mandzukic und Juff beide auf den Außen? Genau da, wo ich sie nicht haben möchte. Die sollen nämlich mal schön im 16er rumlungern, wenn ich die Dinger reinflanke. Und nicht beide auf dem Flügel rumtanzen. Sehr gut. Von Jung. Meine Güte! Scheiße, das wäre es gewesen, ey. Oh Gott, die Situation ist aber noch nicht bereinigt. Müssen wir zum Torhüter. Und jetzt raus damit. Mal raus, genau. Oh. Ja. Yeah. Ich habe ihn mal unter Kontrolle. Sehr, sehr guter Ball. Mandzukic, können wir mal lang anspielen? Ja, 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 ja. Nein. Na. Ah. Shit. Ich hatte gedacht, Mandzukic bekommt den.
Man sucht noch dran. Dann laufe ich in den nächsten Gegner hinein. Komm. Sauber. Chip auf De Bruyne, auf Groß, Lupfer. Nein, ganz knapp übers Tor. Ah, schöner Angriff, wie ich finde. Schöner Roulette. Dann der Durchchipper auf Groß, der mit dem Lupfer. Aber leider zu hoch angesetzt. Und damit weiter in 0:0. Schöner Angriff. Komm. Ach. Fast war er dran. Sehr gut, hab ich. Keine gute Ballannahme, hat man gesehen. Ich musste so viel Tempo rausnehmen. Also Jung musste dann so viel Tempo rausnehmen nach der Ballannahme. Das war schlecht. Muss ich anders machen, anders verarbeiten. Komm, ja. Sehr gut. Jeder Ball ist wichtig. Jede Balleroberung ist Schlüssel zum Erfolg. Juff wird sträflich freigelassen, aber der Schuss viel zu unplatziert. Jetzt Mandzukic hier. Oh. Scheiße. Er ist noch dran. Er ist noch dran und da kommt der Schuss und der wird von Juff geblockt. Meine Güte. Er ist durch bei 11 Metern. Och. Diese Wurstköpfe, die da einem im Weg rumlaufen vom eigenen Team. Mandzukic tankt sich dadurch übermenschlich quasi und Juff denkt sich, ne, dir gönne ich das Tor nicht. Kannst du knicken. Der geht nicht rein. Oh, shit. Götze zieht das Tempo so stark an, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das war brandgefährlich. Also wenn er das cleverer macht, dann steht's 1:0. Oh, Alaba, guter Einsatz. Mal hier durchlegen. Mandzukic mit der leider verfrühten Ballannahme. Da wäre es eigentlich besser, wenn er den laufen lässt, nicht annimmt und dann... Oh. Jetzt wird es natürlich ganz gefährlich. Flanken wir mal auf den zweiten. Da ist Schuf und der macht es nicht. Meine Güte, hat den Ball, nimmt den Volley und ans Außennetz. Alter. Das muss es eigentlich natürlich sein. Sehr gut. Aber ich bin nicht unzufrieden. Ich bin lieber so in der Situation, dass ich mir sehr, sehr gute Chancen herausspiele, wie es jetzt hier zweimal der Fall ist. Und anstatt spielerisch irgendwie am Gegner zu scheitern, was hier bis dato nicht der Fall ist. Der Ball läuft gut, läuft sicher. Ich bin ein bisschen überfordert. Ah, jetzt ist er am Abseits. Leider, Mandzukic braucht zu lange, um den Ball so zu verarbeiten, dass er ihn spielen kann. Weil der Gegner dran war. Aber dennoch wäre es mir natürlich lieber, wenn ich 1:0 führen würde. Boah, was ist er fahrlässig teilweise hinten. Komm, hab ich. Ah, shit. Manchmal wird sich Boateng vor den Gegner bringen und ihn rausspielen, bevor er ihn spielen kann. So. Jetzt müssen wir noch die erste Halbzeit sicher zu Ende bringen. Ein Tor wäre jetzt eine absolute Katastrophe. Das ist so das Problem an den Situationen, wo ich sage, okay, ich habe zwei sehr gute Chancen gehabt, nicht genutzt. Wenn dann der Gegner das Tor macht, es fühlt sich so bitter an, so schmerzhaft, so unverdient. Das wäre jetzt dann das deutlich Schlimmere. Gut, Schiedsrichter kann abpfeifen, wenn er mag. Ich habe nichts dagegen. Jetzt kann er nochmal laufen lassen. Guter Ball auf Mandzukic, aber leider gefühlte 3 Meter zu weit. Und jetzt kommt der Pfiff, nehme ich an. Da ist er. Und vom Gegner offensiv nicht allzu viel zu sehen. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich so 58-60% Ballbesitz. Oh, ganz schön genau geschätzt, muss ich sagen. Und von ihm offensiv sehr wenig. Das, was er gezeigt hat bis dato offensiv, überzeugt mich nicht vollends. Aber es steht weiterhin 0:0 und von daher ist noch alles möglich für beide Parteien, die hier beteiligt sind an diesem Fußballspiel. Guck mal hier auf
Auf Juff? Auf Juff? Sehr, sehr geiler Ball. Kommt auch der Schuss an die Latte. Oh, die dritte gute Gelegenheit. So, die bringt er eigentlich immer dahin, wo ich jetzt gleich hinlaufe mit meinem Spieler. Er zögert. Ich denke, er bringt es woanders hin. Mal sehen. Ich wechsle hier immer mit dem Rechtsstick. Ah, okay. Da ist aber einer von mir. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Ach nein! Er hat ihn im Griff und dann auf einmal kommt der Spieler von hinten und spielt ihn einfach zum Innenverteidiger. Mist. Ich wollte nämlich gerade zum Mandzukic den Ball verteilen und der hätte dann einen 1 gegen 1 gegen den Verteidiger gehabt. Was die guten Situationen sind. Die Situationen, die man haben möchte. Okay, also jetzt hier müssen wir mal sehr sicher spielen. Ja. Mal hier auch Mandzukic spielen. Mal weiterlegen auf Boateng. Jetzt kommt die Flanke. Da kommt keiner ran. Da ist keiner. Ich bekomme keinen ausgewählt. Was ist da denn los? Hab da zwei Kopfballmonster mit Juff und Mandzukic. Mandzukic ist da durch den 16er geflogen, aber irgendwie halt nicht an den Ball rangekommen. Scheiße. Ganz, ganz schwaches Dribbling. Aber Groß war schon eigentlich wieder fast von hinten dran. Hab ich ganz sicher. Oben wegkloppen. Nicht optimal, wie der Ball jetzt gerade hier läuft. Es geht besser. Aber der Ball ist im Aus, ist meiner. Aber ich bin zufrieden. Selbst wenn ich dieses Finale verliere, muss ich ganz klar sagen, ich verliere lieber so ein Finale, wo ich zeige, dass ich in der Lage bin, gute Chancen rauszuspielen, als wo ich so wirklich schlecht spiele. Ich finde, ich spiele ganz vernünftig hier bis jetzt. Komm. Was macht der denn da? Holt 3 Jahre aus, um so einen Pass zu spielen. Willst du mich verkloppeiern? Was war das denn bitte, Boateng? Okay, alles klar. Warte, ich spiele einen Pass. Achtung, ich stelle mich kurz hin. Achtung, ich spiele einen Pass. Jetzt kommt er gleich. Get ready. Und da ist das Tor. Nein. Also sowas Schwaches habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das ist für mich auch irgendwie... Sowas sieht man, glaube ich, auch nur auf Next Gen. Ja, das ist eine schöne Idee. Jetzt kommt die Flanke irgendwie auf Mandzukic. Komm, Mandzukic, enttäusch mich nicht. Das ist doch gar nicht Mandzukic gewesen. Boateng jetzt hier. Sehr schön. Naldo, spiel. Ja, okay, sicher. Also ganz, ganz sicher spiele ich ihn jetzt hier. Ja, sehr schön. Probieren wir es mal. Boah, was für ein geiler Ball. Flanke auf Mandzukic. Scheiße, das war eine dumme Idee. Ich hätte schießen sollen. Schön von Juff. Ich hätte in die Mitte ziehen können und einfach schießen können. Sehr schön, die beiden hier im Zusammenspiel. Einer drängt ihn ab, der andere holt den Ball. So muss es sein. Nein! Okay. Habt ihr gerade gesehen? Also er hat es ja schon im ersten Angriff so gemacht. Einfach nur mit Robben probieren, auf den Außen durchzulaufen. Deswegen bin ich eben auch einfach auf die Außen gelaufen und habe den Ball rausgespielt. Weil er echt nichts offensiv zeigt. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Offensiv ist das bis jetzt hier ein kompletter Totalausfall. Sehr, 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 sehr stark von Alaba. Sah zwar auch ein bisschen eigentlich wie Abseits aus, aber bevor es dann kein Abseits ist, nehme ich lieber so eine geile Ballabfangsituation. Komm, Flanke auf Juff. Da ist er! Mann, das ist gar nicht Juff, das war Boateng und der mit dem Kopfball an den Pfosten. Sehr gut! Ball rausgespielt. Das ist immer wieder auch einfach, auch wenn ich den Ball nicht habe, es ist psychologisch wichtig, solche Bälle rauszuspielen. Warum? Weil er merkt so, kacke, der weiß immer ganz genau, was ich mache. Ich habe keine Chance gegen ihn im Dribbling. Und dann will er andere Lösungen finden, die er nicht so gerne mag und dann dadurch wird er unsicher. Und es stellt ihn vor neue Herausforderungen und das ist wichtig. Es verunsichert ihn. Er bekommt nicht das Gefühl, dieses Spiel irgendwie in den Griff zu bekommen.
Aber vielleicht überbewerte ich das auch. So, da hat er wieder einen Fehlpass gespielt. Schade. Yeah, sehr schön von Bender. Gut gelöst. Spiel mal. Spiel doch mal. Schade. Lewandowski arbeitet da hinten mit. Okay. Hab ich. Ach nein. Schön. Keine Ahnung, was das war. Das war Ball vorlegen. Zu mir. Ich glaube, De Bruyne ist im Abseits, oder? Ja. Tor! Ah, nee. Ja. Muss ich. Den Ball muss ich, sollte ich gar nicht spielen, weil es sehr deutlich Abseits sein wird. Und dann gibt es andere, bessere Lösungen, weil er denkt so: Oh, scheiße, dann, ich muss den decken. Und dadurch ergeben sich bessere Lösungen. Manchmal ist dann wirklich einfach in der Hinsicht deutlich besser, die Lösung zu wählen, die nicht so offensichtlich ist. Das ist eigentlich sehr häufig so der Fall. Zum Beispiel sowas ist scheiße. Da musste er noch nichts mal richtig machen, er musste einfach nur nach hinten laufen und dann bekommt er den Ball. Und das ist dann wirklich, wenn man sowas macht, wie eben gerade diese Übersteiger und dann den Exit-Move, das ist dann einfach ein katastrophaler Fehler, weil er nichts mehr richtig machen muss, er bekommt trotzdem den Ball. Ah. So, musste mal kurz einen Anruf ablehnen. Scheiße. Ey, das wär's gewesen, ne? So. Und jetzt haben wir schon die 90. Rausspielen. Und weiterleiten. Jetzt können wir in die Mitte reinchippen, oder? Wir spielen jetzt oben auf die Bräune. Flanke auf den zweiten, aber da kommt die Flanke leider nicht durch. Und es gibt Eckball. Eckball, ich sag's euch, 90. Minute, Eckball. Ich hab Juf und Mandzukic. Das ist ein Tor. Geil, ich hab das Spiel gewonnen. Du brauchst ihn nur so richtig ringen. Da vorne steht Mandzukic. Okay, zack. Da ist er, da ist er, da ist er! Och, ja! Nein! Wie hat er den denn noch gehalten? Der hat den noch gehalten, oder? Shit! Den hab ich schon drin gesehen. Nochmal, geil, noch besser. So. Vorne steht Mandzukic. Ja, ja. Oh. An den Pfosten, oh mein Gott. Die kommen jetzt beide leider nicht auf Mandzukic. Oh, scheiße, Mann. Zwei so gute Chancen noch am Ende. Und leider nicht der Treffer. Aber gut, wir haben nichts verloren. Sondern es geht in die Verlängerung. Und ich kann mich eigentlich fast nur selber schlagen, habe ich das Gefühl. Ich muss 100% fokussiert bleiben. Weil wenn ich fokussiert bleibe, sollte der Gegner eigentlich nicht in der Lage sein, ein Tor zu schießen. Und wenn ich dann mal irgendwann mein Ding mache, dann könnte das schon entscheidend sein. Shit. Ja. Spielt er jetzt gut? Spielt er sehr gut? Nee! Okay, sehr schön. Ja. Nein. Oh, er tackelt ins Leere. Ja. Sehr gut. Ja, oh. Doch, Mandzukic ist durch. Oder nicht ganz durch. Aber die Flanke auf Juf kommt an. Die kommt an, aber Piszczek. Ja, das ist eigentlich ein gefährliches Spiel, was er da macht. Schlägt den Ball mit dem Fallrückzieher vor Juffs Rübe weg. Kann er ihm auch mal schnell das Gesicht eintreten. Und dann möchte ich mal sehen, was es dann hier gibt. Dann ist das Geschrei groß, wenn Juffs Gesicht eingetreten ist. Oh, oh. Scheiße! Boah, im letzten Moment habe ich noch Boateng bekommen, der den Ball rausköpfen kann. Ich habe aber schon gesehen, dass Lewandowski eigentlich da stand und sagt, ja, alles klar, 1-0. Ich mach's jetzt. Boah! Richtig antizipiert, aber nicht belohnt worden. Oh, der Gegner ist unsicher. Er spielt hier nur den Ball hinten rum. Er weiß nicht, was er machen kann. Er ist total verzweifelt und verliert jetzt auch den Ball. Shit. Und mir ist leider vorne die Anspielstation weggelaufen, weshalb ich dann länger den Ball halten musste und dann den Ball auch verloren habe. Machen wir einen Doppelpass? Nee. Ja.
Oh, das könnte so eine geile Balleroberung sein, weil der Gegner voll in der Vorwärtsbewegung ist. Wenn du da dann den Ball bekommst, hast du nur noch die Viererkette vor dir und deine Spieler schalten gerade um, die laufen nach vorne. Wäre sehr wichtig gewesen. Aber hat nicht funktioniert. So, jetzt haben wir noch 15 Minuten. Sehr schön. Wir müssen die Flanke ein bisschen rauszögern. Das ist das Problem, an Flanke rauszögern. Aber vielleicht bekommen wir die Ecke, ja. Und Ecken, über die freue ich mich hier, weil ich habe mit Naldo, Mandzukic und auch Juf, wie gesagt, die guten Kopfballspieler. Das ist Juf! Ach, leider bekomme ich die Ecken nicht auf Mandzukic. Die Ecke vielleicht. Oh, da gibt keine Ecke. Hat er noch rausgespielt. Oh, sehr fahrlässig gespielt. Mein Spieler nimmt den Ball nicht an. Mein Spieler nimmt den Ball nicht an. Bei 18 Metern gibt auch bessere Sachen, die anscheinend zu tun hat, als Bälle annehmen als Profifußballer. Sehr schön. Komm. Nee. Da bekomme ich sie wieder nicht auf Mandzukic. Wichtig. Mandzukic mit dem Übersteiger, mit dem Schuss und 2 Meter am Tor vorbei. Mann! Ich wollte es mal irgendwann mal spielerisch machen und nicht, ja gut, Flanken sind auch spielerisch, aber anders spielerisch lösen. Und leider gelingt es nicht. Die Abschlüsse sind erschreckend schwach. Auch dieser Abschlag erschreckend schwach. Das Torwartspiel, es funktioniert nicht. Oh, shit. Das hat er gut gesehen. Wollte eigentlich so eine Schusschancen werden. Aber dann hat er dann doch noch weiter durchgespielt auf De Bruyne. Und jetzt kommt's. Oh, komm! Ach, Alaba ist da. Mal sehen, ob er ihn schlecht rausspielt. Ja. Er ist gut dabei. Ich hab Angst. Ich hab Angst, dass er den Lucky Punch setzt. Ich setze den Lucky Punch. Nee, er wird jetzt abpfeifen. Ja, Elfmeterschießen. Come on. Ich kann das. Ich hab's verdient. Ich kann das. Yo. Oh, den ersten, den schießt er in die Mitte. Ist nur die Frage, ob er noch so ein bisschen seitlich in die Mitte schießt. Aber den schießt er eigentlich in die Mitte. Ja, ich sag es doch noch. Oh, das ist ein Stich ins Herz. Gut. Ein Stich ins Herz. Mal sehen, ob er den nochmal so macht. Der schießt ihn jetzt immer genau an die gleiche Stelle. Mann! Fast. Die Elfmeter von mir bis hierhin nicht gut geschossen, aber sie sind dahin, wo der Torhüter nicht steht. Jawohl! Sehr gut. Scheiße. Ich hätte so locker jetzt runterschießen können. Sagt dazu nichts mehr. So. Jetzt mal einhalten. Fast.
Fast. Shit, ich muss treffen, ne? Oh mein Gott. Come on, jetzt hier einmal halten. Vielleicht schießt er jetzt mal komplett in die Mitte. Ach komm schon, Alter, ist das schön. Oh, wenn ich den einen nicht in die Mitte geschossen hätte, ne? Meine Elfmeter, die ich in die Ecken schieße, sind sicher, er hält sie nicht. Ja! So! Jetzt sind wir dran, jetzt haben wir es auf dem Fuß. Einfach keine Scheiße bauen. Ja! Sehr gut. Gewonnen! Nice. Ja, das war sehr ein Elfmeterschießen, was im Kopf entschieden wurde. Weil er halt immer seine Elfmeter in die Mitte so leicht seitlich geschossen hat und ich eigentlich immer nur da 50-50 auswählen musste und eigentlich dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich scheiße mich entschieden habe. Aber ich habe es dann letztendlich durch gut geschossene Elfmeter irgendwo rausgeholt, weil er irgendwie nie eine Vorstellung hatte, wo ich hinschieße, bis auf einmal. Und das war der Elfmeter, den ich in die Mitte geschossen habe. Gut. Damit haben wir es dann auch gewonnen und ja, das hätte eigentlich schon in den ersten 90 Minuten passieren müssen. In der Nachspielzeit oder in den Verlängerungen war es dann nicht mehr so eklatant überlegen. Aber ich denke, dennoch geht der Sieg hier in Ordnung. Früher gab es ja noch die Regelung, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da hat dann selbst ein Team, was im Elfmeterschießen verloren hat, wenn es das bessere Team war über die ganze Zeit, dann hat es trotzdem das Preisgeld gewonnen. Ich glaube, das gibt es jetzt im 14er Teil nicht mehr. Aber ich habe es dann auch über das Elfmeterschießen gerockt. Und damit haben wir dann auch den Champions Showcase gewonnen. Ich werde jetzt noch so ein ganz, ganz mini kleines Pack öffnen. Ich werde jetzt dann auch gleich das Team wieder verkaufen. Oder wir können mal ganz gut schauen, wie viel es noch gibt für das Turnier. Wahrscheinlich irgendwie 3.000 oder so. 4.000. Okay. Und ich habe hier noch so ein Mini-Geschenk-Silberset. Also eigentlich überhaupt gar nicht der Rede wert. Aber irgendwann mache ich es mal auf. Oder ich sollte es mal aufmachen und denke ich mir, dann mache ich es lieber mal in der Folge auf. 4 Objekte drin. Okay. Das ist dann wirklich erbärmlich. Und Sanchez mit 84 Tempo. Gar nicht so verkehrt. Das Logo ist ja geil. Das nehme ich. Alter, das sieht mega gefährlich aus. Das sieht aus wie von so einer Gang. Und keinem Fußballverein. Also ich habe... Die Fantastics sind ja so mehr die Gang, die Leute bedroht. Anstatt einen Fußballverein. Und die anderen Sachen legen wir ab. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Ich, wie gesagt, werde jetzt die Teams verkaufen und dann werde ich wahrscheinlich in der Liga nochmal weiterspielen. Und dann kann ich mir vorstellen, das Argentinien-Team wollte ich jetzt eigentlich auch schon verkaufen. Werde ich vielleicht mal ein Teambuilding aus dem Hut zaubern. Aber noch nicht, denke ich, in der nächsten Folge. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on. Come on. Come on!